So, jetzt bin ich auf einem Rastplatz, wo gebeten wird, den Müll wieder mitzunehmen. Haben wir ein schönes Schildchen dafür. Wir nehmen unseren Müll wieder mit. Der Rastplatz soll sauber sein. Aber leider sieht die Realität doch sehr viel anders aus. Dann die ganzen Kackpapierchen. Ja, hier muss man sogar auf dem Weg aufpassen, wo man hinlatscht. Nicht, dass man in so eine Tretmine reinläuft. Das ist die Realität. Zigarettenkippen, Papierschachtel. Ja, Aktion Rastplatz ohne Abfall. Wir nehmen den Müll wieder mit. Aber hier war vor kurzem wohl noch einer. Die Tüte ist sogar noch trocken, ist noch nicht einmal nass vom Regen von vorhin. Eine McDonald's-Tüte. Und hier hinten herum hat so richtig einer schön seinen Müll entsorgt. Einsame Spitze. Und unser einer kommt natürlich dann in Verruf. Ja, und da haben wir noch eine kleine Scheißbombe. Richtig schön mit Zigarettenkippen. Was haben wir dann noch? Jomo. Und irgendwelche anderen Sachen, die man hier eigentlich gar nicht so zu kaufen kriegt. Ja, wenn jetzt die Polizei hier vorbeikommen würde und sie sieht mich hier mit meinem kompletten Gespann hier stehen, wird die natürlich auf den Trichter kommen, dass ich das natürlich dahin geworfen hätte. Habe ich aber nicht. Und da ja mit dem Gespann zu stehen sowieso ziemlich grenzwertig ist, in Sachen ja Wildcamping und so was alles, werde ich natürlich jeden Grund suchen, um mich halt eben als Schuldigen dastehen zu lassen. Da vorne ist auch einer von diesen LKW-Fahrern. Die dürfen natürlich längere Zeit hier stehen bleiben. Wobei mir hier die Polizei garantiert irgendwann wieder mal an der Tür klopfen wird. Das hatte ich schon einmal.